Laut Angaben des Krankenhauses war es eine Weltpremiere. Im französischen Lyon sind einem Mann zwei Schultern und zwei Arme transplantiert worden. Die Operation an dem Isländer Felix Grétarsson dauerte demnach etwa 15 Stunden und ist gut verlaufen. Der Patient sei stabil. Der Angriff fand bereits am 13. Januar statt. Insgesamt waren etwa 50 Personen aus 5 Krankenhäusern beteiligt. 4 chirurgische Teams bereiteten Spender und Empfänger gleichzeitig vor, um die Organe so lang wie möglich durchblutet zu halten. 9 Tage später gäbe es keine ernsthaften Komplikationen, so das Ärzteteam bei einer Pressekonferenz. Grétarsson bedankte sich vom Krankenhausbett aus bei den Medizinern. Der 48-Jährige ist weit davon entfernt, seine Arme wieder bewegen zu können, so die Ärzte. Ob er dazu jemals wieder in der Lage sein wird, werde sich frühestens in ein paar Jahren zeigen. Wir werden ihn weiter beobachten, weil die Wunden noch frisch sind und immer noch etwas passieren kann. Anschließend wird er eine sehr intensive Reha-Behandlung erhalten, 6 Stunden pro Tag erst passive und dann aktive Mobilisierung. Das wird 2 oder 3 Jahre dauern. En mobilisation passive et puis plus tard en mobilisation active et qu'on part sur un terrain de rééducation qui va probablement durer 2 années ou 3 années, ouais. Aujourd'hui, tout ça a changé. Es hat sich alles verändert, denn ich sehe heute dieses Licht in den Augen meines Mannes und viel Hoffnung. Ich bin überglücklich für ihn und werde alles tun, was ich kann, um ihm zur Seite zu stehen. Grétarsson war Elektriker. 1998 erlitt er im Alter von 22 Jahren einen Unfall auf einer Hochspannungsleitung. Nach 3 Monaten im Koma wurden ihm beide Arme amputiert. Auf der Suche nach einem Experten wurde der Isländer auf den Lyoner Chirurgen Jean-Michel Blanquer aufmerksam, ein Pionier bei Handtransplantationen. Grétarsson kontaktierte den Arzt und zog in der Hoffnung auf eine Operation durch die Spezialisten dort von Island nach Lyon. Ob die Operation wirklich geglückt ist, wird sich laut den Ärzten wahrscheinlich in der kommenden Woche zeigen.